Hallo und herzlich willkommen live aus Pias Wohnzimmer zur ersten Sendung von Campus TV Marburg. How are you doing? Willkommen zur Mai-Ausgabe von Campus TV. Herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von Campus TV. Hi, this is Jim from Jimmy World. Hallo und herzlich willkommen zur Oktober-Ausgabe von Campus TV. Willkommen, liebe Freunde und Sympathisanten von Campus TV. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von Campus TV. Was siehst du da? Herzlich willkommen bei Campus TV. Wir sind zurück aus den Semesterferien und... Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zur Campus TV Marburg Sitzung. Einsteigen möchte ich gerne mit der Frage, ob ihr Ideen und Vorschläge habt für unsere nächste Sendung. Wir könnten auch einen Beitrag über mich machen. Hm? Oh nee, auf keinen Fall. Nee, aber lass uns doch einen Beitrag über Campus TV machen. Dann sollten wir aber mal überlegen, was da so alles rein sollte. Wir sind ein studentisches Projekt. Wir machen Internetfernsehen von Studierenden für Studierende. Wir senden monatlich eine Sendung. Aber eigentlich wird das ganz schön trocken, wenn wir das auf die Art aufziehen. Dann lass uns doch so machen, dass wir in den Beitrag die 4 goldenen Regeln von Campus TV reinbringen. Ich habe schon eine richtig gute Idee, wie man das machen kann. Wir machen das Bild erstmal schön Sepia, dann kommt ein alter Kinoeffekt drüber und zum Schluss jagen wir das Ganze, was gesprochen wird, durch einen Kompressor durch. Und das wird der perfekte Beitrag. Die 4 goldenen Regeln von Campus TV. Regel 1: Bildet ein Team. Nach der Ideenfindung ist dies ein bewährtes Konzept, um sich einem Beitrag erfolgreich zu nähern. Dabei erkennt man sowohl, wie wichtig Arbeitsaufteilung ist und lernt eine Menge neue Leute mit demselben Interesse kennen. Regel 2: Recherchiert eure Beiträge. Um am Ende eine seriöse Arbeit abliefern zu können, ist es unerlässlich, dass man sich genauer mit der Thematik seines Beitrags auseinandersetzt und die Hintergründe feinsäuberlich recherchiert. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass sich die Gruppenmitglieder untereinander helfen. Regel 3: Lernt euer Equipment kennen. Eine besondere Stärke der Arbeit bei Campus TV ist die Möglichkeit, sich abseits des theoretischen Uni-Alltags mit der praktischen Medienarbeit befassen zu können. Neben den Redaktionssitzungen gewährt gerade der spielerische Umgang mit technischen Geräten wie Kamera, Ton und digitalen Schnittsystemen tiefere Einblicke in die neuen Felder des kreativen Medienschaffens. Regel 4: Habt Spaß bei der Arbeit. Dies ist wohl die wichtigste Regel für Campus TV. Stopp, mach mal zurück. Oh, vielleicht so mach ich das geht hier wie Lob. Das ist ja total albern. Das können wir so nicht lassen. Da nimmt uns doch keiner mehr ernst. Dann lassen wir es einfach raus. Ja, und was machen wir dann? Na ja, nehmen wir Outtakes, oder? Outtakes kommen immer gut. Ja, ist eine gute Idee. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV. Wir starten auch direkt mit dem nächsten Spiel. Zum Beispiel zum Thema Memory Park. Memorial. Ich will... dass wir 4 goldene Regeln von Campus TV ausstellen. Ausstellen? Ja, aus. In einem Gehen. Dass der Spiegelslustturm... Das ist ganz schön schwer, wenn er liegt. Herzlich willkommen bei Campus TV. Zur sonnigen. Oh. Diesen Blick... Frönen übrigens. Frönen? Ja. Lach nicht. Wo ist das her? Ne, aber lass uns doch einen Beitrag über Campus TV machen. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ja. Die Komparaten sind einfach schrecklich. Das ist, glaube ich, in solchen Dingen bin ich. Um sich den Ausblick Wenn ihr mitmachen wollt bei Campus TV, dem studentischen Projekt, dann schaut einfach auf unserer Seite drin. Ist doch egal, mach einfach einen Cut. Cut und jetzt mach einfach großen. Ich stehe noch so da und jetzt gehst du einfach groß auf den Dominik drauf. Weil das einfach und dann, wenn ihr mit. Sag's doch jetzt einfach. Ja, wenn ihr mitmacht. Dominik! Irgendwas stimmt noch nicht im Bild. Franzi, geht doch mal daneben. Franzi, geh mal raus. Nein, nein.